Hallo und herzlich willkommen hier bei Admin Abuse TV. Mein Name ist Poseidon und mein Name ist Nils Schnackchen. Ja, der ist heute auch wieder mit dabei, mal wieder, ne? Immer wieder zu Gast. Und wir schauen uns heute den neuesten Space Engineers Patch an, der ein paar nette Kleinigkeiten gebracht hat, die mal wieder, das ist ja fast bei jedem Space Engineers Patch so, das Spielgeschehen verbessern, naja, vereinfachen. Oder spannender machen. Der war ziemlich enttäuschend, muss ich sagen. Ne, ich finde also den hier eigentlich richtig gut. So. Ich fand den sehr enttäuschend. Aber und gut. Wir haben hier schon was vorbereitet. Und der erste Feature-Ding, was ihr seht, es gibt jetzt so runde Blöcke. AKA Räder. Und wir haben hier so ein kleines, was Kleinigkeit vorbereitet. Und, warte mal, wir gucken mal kurz. Die Räder hier unten. Es gibt drei verschiedene Größen. Mal 1, mal 3 und mal 5. Und wie ihr seht, naja, von Verbrauch, also von Rohstoffen, nicht so wirklich viel. Es ist, hält sich in Grenzen. Es ist also teilweise weniger als eine Treppe. Als eine Banane. Als eine Treppe, da sind sie. Ich habe ja schon gesagt, man kann damit Uhren darstellen. Das ist 3 Uhr, das ist 12 Uhr. und ja. Oh, ich habe schon so spät. Die anderen Sachen, die halt eingebaut wurden, jetzt nur so kurz übersichtmäßig. Die halt Räder, es gibt Decoys, sind. Die zeige ich nachher alles noch weiter. Und man kann jetzt Raketen an Stationen und Large-Schiffe rankleben. Und die Gatling-Guns und die Interior-Turrets funktionieren jetzt. Und schießen halt auf Sachen. Meteoriden. Nee, Asteroiden. Asteroiden heißen die Dinger. Asteroiden. Nee, das sind Meteoriden. Ja. Asteroiden. Und natürlich auf die Decoys halt. So, und wir fahren jetzt nur kurz los und dann geht es schon weiter, ne? Mhm. Okay. 1, 2, 3. Get wrecked, son! Ja, wow, GG! GG Nuri! Du kannst es schaffen! Komm schon! Mein Reifen wird geplatzt! Das ist wie Grit! Weiß auf die Werbung hin! Das ist Werbung! Oh Gott! Ich muss das jetzt hier schaffen! Nein! Ah! Und mir leckt's gerade. Ja, mir auch. Ich glaube, es sind Türen! Oh, der Frame, mein Bruch! Ah! Okay. So. It's all genau. It's all genau. Alles kaputt. Oh, da hatten wir noch kurz was draufschießen. Lass uns das hier mal kurz wegnehmen. So. Dass da noch der Decoy drin ist. Ihr seht, das war ein kleiner Vorgeschmack auf die Turrets. Okay. Ja. Erstmal zu Penny. Oh, was fliegt da hinten? Da wird irgendwas anderes angetargetet, was die ganze Zeit schießt. Was? Dein Restschiff wird zerfällt. Ein Restschiff? Der Rest deines Schiffes wird zerraped von der Station. Oh. Okay, jetzt löschen wir es eben. Okay. Jetzt zur Waffenplattform. Yeah, zur Shooting Range. Da drüben ist sie. Ja, ich muss ja zurückfliegen. Was ich so ein bisschen schade finde, aber es ist halt ist jetzt momentan so, vielleicht ändern sich da noch, wenn halt die Turrets, selbst wenn sie nichts anvisiert haben, sieht man die ganze Zeit so eine penetrante rote Linie, wohin sie gucken. Laser Pointer halt, bra. Ja, aber trotzdem. Ist, wenn man viele hat, in der Stadt auch ein bisschen, glaube ich. So, und so, ihr seht schon. Hier, halt. Ich kann keine Gravity. Ja, krass, ne? Hier ist halt der Interior Turret. Der ist halt nach wie vor, ist ja schon lange im Spiel. Ich nicht mehr Strom. Kannst jetzt lange Skydiven. Kimam. Wenn wir guckst du. Ja, wenn wir guckst du. So, jedenfalls hier halt die Gatling und hier halt noch der Rocket Turret oder wie heißt der richtig? Missile Turret. Der funktioniert aber momentan noch nicht und mal schauen. Oh, hast du denn hingestellt? Damit man me? Zeigt, dass der noch nicht funktioniert. Mann, kannst du mal YouTube-Videos machen? Ja, kann ich. Oh. So, und wir haben die jetzt aufgestellt. Hier sind halt die Decoys. Die Decoys. Hier, so sind die Teile. Machen wir noch die grüne Farbe weg. Und auf diese schönen Teile werden jetzt die Turrets gleich schießen.
sobald ich hier den Strom anmache, oder Nieps kann das eigentlich machen, steig mal einfach den Strom an. Also ich habe gerade echt die Probleme. Und schon ballern die Turrets fleißig auf die Decoys. Und kann halt... Echt ganz schön, also... Ja, durch die Schüsse. Nein, ich hab die ganze Zeit Strom an und aus. Und ihr seht, sobald die da in Range oder angetargetet haben, ballern die auch gleich. Guckst du das mal von der Seite an? Ich weiß, die werden eigentlich. What the fuck? Das wird hier immer größer? Das. The fuck? Das ist das Witzspiel. Hat noch 60% der Block. Guckst du das an? Ja, er ist auf so eine Mattscheibe, der Block. Aber. Er hat transformiert! The fuck? So, ihr seht, neues Feature, ne? Aber das werden sie vermutlich noch umheben, ist ja alles noch. Der Pet ist jetzt eine Stunde oder so draußen, keine Ahnung. Das ist alles völlig legitim. Wir machen hier mal den Strom wieder aus. So, wie ihr seht, die schönen, die Turrets, die ballern schön drauf und man freut sich jetzt, man kann Stationen jetzt auch legitim verteidigen. Die schießen halt auch auf Asteroiden. Momentan kann man die nicht legitim verteidigen. Ja, stimmt schon. Aber sobald die Fraktionen drin sind, was ich denke, nächste oder übernächste Woche reinkommt, denke ich sehr stark. Sonst hätten sie dieses Feature noch nicht gebracht, glaube ich. Werden die Stationen kommen. Und sobald man diese Fraktion kommt. Und sobald man halt diese Fraktion hat, ist es halt einfach viel einfacher. Sonst, also momentan schießen halt die Chivots, sobald ein Decoy in der Nähe ist, ballern sie drauf. Und Alex, wir haben was vergessen. Ich hab's nicht vergessen, ich hab's schon drin. So. Genau, wir hatten hier, also hier ist so ein kleines Schifflein, du kannst hier mal ein paar Meter wegfliegen und dann herkommen. Ich stelle auch ein Beacon für dich auf. Oh, die Station ballert schon auf dich. Flieg! 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 Mami! Fliehe! Ah, und haben wir uns noch nicht angetargetet. Oder sind die Dinger kaputt? Ich bin auch ganz schön weit weg. Nee, ich bin über 800 Meter weit weg. Ne, es kam eine Rakete, aber an. Da kommst du, da wirst du wieder. Und. Da kommt der Rest! Boah, ich muss alles schnell weglöschen. Ne? Und auch übelst rausgelauncht. Und ihr seht schon, was ich meine. Die Turrets. Jetzt kann man also. Ich denke, oder ich hoffe, dass die Cargo-Schiffe dann, also mit den Turrets sind die halt schon zum Beispiel kein Freeload mehr, sobald die paar Turrets dran haben. Habt ihr gesehen, wie das Schiff zerraped wurde und hier stehen jetzt wirklich nicht so viele Turrets. Ich finde das alles völlig legitim, was hier auf die Station draufsteht. Hier auf der Seite, 4 Turrets haben draufgeschossen, 5. Gut, mit dem 6 ist auch schon ein paar, aber trotzdem. 3 sind schon mehr als 4. Und das ist halt was anderes wurde, auch noch eingebaut wurde. Das ist halt, was ich schon vorher angesprochen hatte. Die schönen. Man hat jetzt Large Ship Weapons. Also die Rocket Launcher für die Large Ships sind. Die Large. Und da hinten, Nieps wird jetzt sicher gleich zu dem Schiffchen schon fliegen. Und er darf dann diese Station hier angreifen. Und ja, hier ist noch eine Batterie Raketen. Die wir dann gleich nochmal abfeuern werden. Oh Gott, der Leck. Was passiert hier? Was hast du gemacht? Ich hab geschossen! Aber warum hast du schon geschossen? Ich war noch gar nicht fertig! Ich hab keine Verbindung mehr! Ich glaube, mein Spiel hat sich aufgehangen, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Mein Spiel hat sich aufgehangen. Jetzt sind wir schon soweit. Also hier, so sieht der nette Rocket Launcher für Station BZW für große Schiffe aus. Ist halt wie im Prinzip ein kleiner, bloß mit mehr Löchern. Und so sieht es aus, wenn man. Na, mal gucken. So sieht es aus, wenn man mit ihm schießt. Und wenn man die Maustaste gedrückt hält, seht ihr schon, da kommt viel höhere Schussgeschwindigkeit. Ist halt eine richtige Raketenbatterie. Man sieht auch schön, dass die. Was ich aktuell richtig nice finde, man sieht auch richtig, dass die nacheinander rauskommen. Sprich, aus dem. Ich weiß nicht, ob sie aufgefallen ist, Alex. Wenn du Maustaste gedrückt hältst, kommen die halt erst von oben, von unten und es wandert halt jedes Slot nach unten ab. Dementsprechend kann man jetzt schon halt aus dieser Methode sagen, dass eine Inventarladung halt
einmal diese ganzen netten Blöcke hier sein werden. Es sind halt 3, sind 7, sind 14 und sind 19. 19 Schuss hat so ein nettes Teil, mit dem man dann drücken kann, bevor das nachlädt. So, und mein Freund Nieps hier wird jetzt gleich auf die Station zu fliegen, sie ein bisschen angreifen, mehr oder weniger. Und damit verabschieden wir uns schon mal. Ich hoffe, ihr konntet, oder ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zugucken, konntet irgendwie was mitnehmen, ein paar Informationen oder sowas. Tschüss, Diebe. Ja. Und da kommen die ersten Raketen. Bist du schnell? Bist du schnell? Ich hätte echt erwartet, dass du mit Raketen... Ich hätte echt erwartet, dass du mit Raketen draufballerst, nicht reinfliegst. Hab ich auch, also... Ja, die sind alle drüber geflogen, ne? Übelst krass. Die sind alle drüber geflogen. Jeder einzelne. Ja, aber ich sitze auch gerade draußen, ne? Ich mach da mal einen Screenshot von. Fantastisch, den kannst du dann am Ende von das Video schneiden. Einen Screenshot von mir, wie ich hier sitze. Und das war's dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe euch. Wir sehen uns nächste Woche beim Let's Play. Oder nie wieder, ne? Am Ihr wisst ja. Nie wieder. Tschüss, falls ihr sterben solltet. Tschüss.